Das dritte Mann-Museum beim Naschmarkt ist ein Geheimtipp. Selbst der Direktor des Wien-Museums hat dazugelernt. Nicht nur agententechnisch. So, da gehen wir hier durch die Filmstreifen gleich hinein. Jeder muss bei uns durch den Film. 2100 Exponate sind in dem Museum ausgestellt. Der dritte Mann, ein Film, der um die Welt ging. Die Details zeigen auch ein Stück Mediengeschichte. Da ist New York Times Square. Das ist die Premierenzeit, also 1950 ist der Film in Amerika uraufgeführt worden. Und wenn man hier schaut, steht aber drauf Times Square 1942. Also das war offensichtlich sehr schlecht recherchiert, weil 1942 hat es den dritten Mann ja noch gar nicht gegeben. Na, ich glaube, es gibt wahrscheinlich alles außer Russisch, ne? Russisch gibt es nur ganz neue Sachen jetzt. Jetzt wird das natürlich auch als DVD rausgekommen. Ja, genau. Also in den Ländern des Warschauer Pakts war das. Obwohl wir in der russischen Zone sind. Hier im vierten Bezirk ist russische Zone gewesen, richtig. Ein internationaler Verkaufsschlager, die Filmmusik von Anton Karas. Dieser Wecker zum Beispiel kommt aus Tokio, wo bis heute das Harry-Lime-Thema als Signal in der U-Bahn verwendet wird. Anton Karas war ja auch unser erster österreichischer Pop-Export, der erste Österreicher, der Nummer 1 in den amerikanischen Charts war. Und ein Zeichen dafür, dass dieses Lied so berühmt ist, ist natürlich auch, dass es gecovert worden ist sofort von irrsinnig vielen Künstlern. Ich sehe jetzt gerade Beatles. Wieso haben die Beatles irgendwas mit Karas zu tun? Das Lied war einfach wahnsinnig berühmt und es ist auf einer Schallplatte drauf, die nur in Neuseeland gepresst worden ist. Das ist ein Cover irgendwo drauf. Ein Glanzstück der Sammlung, die Originalzither von Anton Karas. So, hier haben wir unseren Kanal. Wir haben, das ist der Angstraum. Sozusagen. Wir haben das sauberste Kanalgitter ganz Wiens. Und zwar am Schluss versucht auch der Harry Lime schon angeschossen durch das Kanalgitter nochmal von unten rauszukommen. Und das hat man natürlich im Studio gedreht, weil die Kanalgitter sind 8 cm dick. Wollen Sie mal probieren, ob Sie mit Ihren Fingern da durchkommen? Die Finger von Orson Welles. Die Szenen im Kanal führen in das Jahr 1934, Bürgerkrieg in Wien. Der Kanal, ein Fluchtort für die Kämpfer aus dem Karl-Marx-Hof. Mit dabei Kim Philby, später bekannt als britischer Meisterspion. Und so hat dann der Graham Greene später, wie er unter dem Philby im englischen Geheimdienst gearbeitet hat, Philby war sein Chef, hat natürlich diese spannenden Geschichten von seinem Chef gehört. Kanalschmuggel. Und so kommt dann dieses ganze Kanal in den Film hinein. Ich finde es schön, dass so viele Themen da sind. Mangelwirtschaft und die Innenpolitik, die jetzt nicht unmittelbar mit Film zu tun haben. Denn manche glauben ja wahrscheinlich, dass das nur ein Museum von Filmnarren und für Filmnarren ist. Und das ist ja auch Türöffner für die österreichische Geschichte. Die Bilder vom zerstörten Nachkriegs-Wien, heute einzigartige Zeitdokumente. Die Sammlung im Dritten-Mann-Museum, ein Stück Geschichte Wiens.